Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter. Wir sind Folge 303 von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir noch einen Zug gemacht, der hier von der Lilienthalstraße die Passagiere dann weitergebracht hat, Richtung Döbeln Bahnhof war das, glaube ich, beziehungsweise davor zum Umsteigen. Da kommt er auch schon gerade angeflitzt. Ja, und dieses Mal schauen wir weiter. Da war noch irgendwo ein Schiff, was mit Kühltransporter war. Das müssen wir dann auch noch hinkriegen, ne? Da kümmern wir uns in der Folge nach dem Intro. Bis gleich. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier so, ne, wie wir es demäßig hinkriegen. Schnell die Lupe an, ich habe es wieder falsch gemacht, aber naja, das passiert immer wieder. So, er macht jetzt hier. Okay. 425, also reichlich Leute noch drin, ne? Das passt erstmal soweit. Da ist das Geld gut angelegt, das läuft ja auch ins Plus, das passt dann auch. Folgt dem mal gerade. Der ist ja hier ein bisschen länger im zweiten Glied, ne? Denn normalerweise sind es, glaube ich, wirklich nur so drei Züge, drei, ja, Einheiten. Und die sind meistens zweimal. Dieser hier ist jetzt tatsächlich ein bisschen länger. Okay, der kommt jetzt da in den Bahnhof gefahren von. Ja doch, das ist Döbeln, doch. Beim Waldbahnhof oder wie der auch immer heißt. Waldstraße, ne? Oder was war das? Mal gerade flitzt mal gerade schneller. Okay, jetzt fährt der ICE raus. Der ist nicht voll. Güterzug wartet hier, aber da kommt auch noch der zweite raus. Wie sieht es mit dem aus? Der hat aber 376, der ist voll. Sieht also gut aus. Oh, er hat Vorrang vom Güterzug. Sehr interessant. Da kommt gerade ein Flieger rein. Und wie viel? 492 voll wieder zurück. Okay, dann ist das alles gebonkt. Wir bestehen hier. 5000, Döbeln-Geröllstraße. Lilienthal. So. Ah ja, der heißt ja Alter Hafen Dresden wahrscheinlich, ne? Wir sind auf jeden Fall Lilienthalstraße, Radolfzell 152 Leute. Döbeln ist hier, das heißt, hier müsste man mal gucken, dass in der Geröllgasse noch Leute abgesetzt werden. Da müssen wir uns auch darum kümmern, dass die von hier wegkommen. Ne? Da sollten wir mal gerade die Bahnlinie hier uns angucken. Gibt es hier Bahnlinie, Buslinie angucken? Hier, da ist er. Da sind zwei. Na, ich habe das Postauto erwischt, war klar. Ne? Ich habe das schon so gesehen, dass das Postauto. Na, das kann doch nicht sein, oder? So, was ist das für einer? Stadtbus Döbeln West. Und er hier? Stadtbus Döbeln Zentrum. Es gibt also zwei, ja. Okay. Dieser hier ist veraltet sozusagen. Fährt aber gut plus ein. Dieser ist auch gut plus unterwegs. Joa, Fahrplan. Döbeln Platingasse, Döbeln Waldweg Hafen. Okay. Und wie sieht das hier aus? Da müssen wir mal gucken, ne? Fünf Passagiere, okay, hier Döbeln, Schwertstraße. Wo ist denn das? Warte, da müssen wir mal das hier ein bisschen rüberrücken. Schwertstraße ist da. Aber da warten gar nicht so viele. Aber da wollen so viele hin, ne? Oder wie ist das? 5000. Ach, ich habe bestimmt wieder das Falsche erwischt hier, ne? Ja, genau so ist es. Das ist der Waldweg Hafen, da stehen noch die 5000. Aber da müssen die 1000 zur Geröllgasse. Die war da, glaube ich, nicht bei, ne? Hinweg. Rathaus. Außen. Nickel. Wo ist denn die Geröllgasse? Platin. Dämlich, Schwert, Mittelalter, Kirche. Geröllgasse hier. Okay, da ist hier unsere Kirche St. Marien. Da wollen die alle hin. Okay. Jetzt müsste ich mal gerade den zweiten Bus gucken, den ich hier eben der schon hatte, den ich allerdings zugemacht habe. Oder ist er hier hinter? Nee. Nee, das ist der nicht.
Wo fuhr der hin? Waldweg haben, Platin. Wie, warten die 5000 in Platin? Nein, da wollen aber 5000 auch hin, oder was? Nein, das ist hier wieder unser Bahnhof im Waldweg. So, die mittelalterliche Kirche, ne? Die ist hier. Und da warten. Ach so, da sind ja die. Da warten also keine. Das ist schon mal gut. Das heißt, der kann zu. Dann sind sie wieder auf dem Rückweg und hier fahren sie dann zur Platingasse. Wieder knapp daneben ist auch vorbei, ne? Also das ist Döbelmittler Kirche. Und hier bei den 14 sind wir hier jetzt da. Da sind jetzt nicht ganz so wild. Jetzt wäre noch die Frage, wie wir stehen am Waldweg für die Platinstraße? Döbeln Schwertstraße. Döbeln Apollo-Tempel. Döbeln Konrad Beierle. Es stehen da keine für. Obwohl hier unten gibt's auch wieder was. Alter Elbtunnel, Schildstraße, Lehm. Baggerballett. Döbeln. Ah, das sind alles hier unten kleine Sachen. Das heißt, ich glaube, wir können jetzt diesen Bus hier eine andere Linie, noch Linienführung noch geben. Und zwar Linie ändern. Und der fährt noch zur Waldweghafen und dann nochmal hier hin, zur Geröllgasse. Und dann fährt er zum Hafen hier wieder hin. So, dann hat er einen mehr. Das sollte funktionieren, oder? Dann kriegen wir das hin. Okay, dann ist das geklärt. Zur Zuckerfabrik müssen noch 950. Geröllkasse haben wir gerade drüber gesprochen. Zuckerfabrik Norddeutsche oder Döbel Norddeutsche alte Zuckerfabrik. Döbel, das sind ja 2000 Leute, die dahin wollen. Geröllkasse war gar nichts Schlimmes. Wo ist denn jetzt hier die Zuckerfabrik? Hier ist er. Und wo ist da die Bushaltestelle von der Zuckerfabrik? Auf der Seite? Ja, tatsächlich. Da stehen natürlich nicht so viele, aber die wollen da alle hin. Das heißt, dieser Bus wird nochmal geändert. Ich glaube, die Platingasse. Ja, ich muss nochmal gucken. Waldweg. Schwertstraße sind viele. Apollo-Tempel sind viele. Konrad Beierle. Schildstall, Lehm, Baggerballett, mittelalterliche Kirche war da gerade noch, mittelalterliche Kirche, ja. Döbeln-Nickelgasse, Döbeln-Platingasse. Ach, hier schon Post. Platingasse, okay, da brauchen wir nicht reden, die sind schon alle weggebracht. Das bedeutet, wir ändern die Linie, löschen die Platingasse raus und fügen da hier ein. Das ist, jetzt passt's, ne? Genau. Dann machen wir da das so. Dann sollte das klappen. Gut, dann haben wir das auch gerade gezogen hier. Hier ist natürlich der olle Bus drauf, ne? Aber SB Döbeln West. Ist da nur einer drauf? Ja. Komm, dann machen wir das so, dass wir da gerade noch einen neuen Bus draufsetzen.
Das war knapp vorbei. Ich mach mal gerade hier ein paar Verkäufe, ne? Der weg und der weg. Und dann anhängen war schon richtig. Und jetzt müssen wir nur einen passenden Bus finden da. Ja, Gelenkbus kann natürlich viele, ne? Hier haben wir einen Doppelachser hinten. 85, 99. 50. Und der ist das Zugfahrzeug. Ist hier sind 120. Vielleicht setzen wir den doch da drauf. Er hier hat 52 Passagiere und 53. Das sind 120. Ich glaube, das mit 120 ist, glaube ich, schon ganz passabel, ne? Gut. Nehmen wir den. Und SB Döbeln war das, Stadtbus. War das West, glaube ich, ne? Ich will's hoffen. Starten. Nee, den habe ich jetzt nicht erwischt, oder? Doch, da habe ich ihn erwischt. Kurz hier drauf. Ja, das war der. Und der ist das ja. Ach, hier habe ich es auch offen, ne? Hätte ich da sehen können, wäre ja wieder super schlau. Okay, das würde ich sagen, das machen wir dann hier nicht laden. Oder wir können auch hier gleich ins Ausmustern rein. Wenn er leer ist, fliegt er weg und dann übernimmt der das. Gut, hier war die andere Truppengeschichte. Döbeln Zentrum und der fährt dann noch so ein paar Bushaltestellen extra ab, die da Geröllstraße und sowas sind, ne? Das sollten wir alles so hinkriegen, denke ich mal. Okay, der ist noch nicht so weit. Der andere ist leer und weg. Passt. Der hat 120, passt auch. Ah, ich glaube, wir brauchen da nicht hinterher gucken, das soll es wohl sein. So, jetzt schauen wir mal hier in die Warteliste, Zeichnung wartend, aufsteigend. Waldweg Hafen haben wir dann. So, jetzt sind wir hier dann. Gut, da warten 1525 Leute. Was wartet sonst noch so hier? Sack Post, das ist natürlich der Hammer. Sondershausen ist hier. Einige Sachen, die hier intern zu klären sind. Jo, alles intern so ungefähr. Das heißt, hier müssen wir mal ein paar Postgeschichten machen. SB Floto Nord. Ne, das ist jetzt hier nicht unsere Linie, die. Vielleicht ist der das hier. Ah, jetzt habe ich den nicht erwischt. Nicht erwischt. Komm jetzt. Gib mir den. Jetzt habe ich die Haltestelle, ne? Ist klar. Jetzt habe ich den Postwagen. Proto-Durchgangsverkehr. Floto-Allacher Straße. Ach so, das ist Allacher Straße, ist da unten dann, ne? Und hier wird dann umgesattelt, oder wie ist das? Haben wir ja hier, ne? Aber da fährt keiner die Post durch die Gegend, ne, oder? Das ist die Schmiede und der Lacher. Warte mal, das würde bedeuten, der fährt ja den ta tatsächlich die Post hier hin. Und wer fährt die Post dann weiter? Muss ja irgendwo noch ein LKW sein, der die Post fährt, oder? Da ist er. Post, Lauter, Sondershausen, Floto. Ja, zwei LKWs, ein bisschen wenig dann, ne? Mach den weg. Und geh hier hin. Wie viel hat denn der? 250? 100?
100. Das heißt, der Sattelschlepper ist der ideale Wagen für diesen Bereich. Ja, wo sind die? Ach, bei Busse war der Anhänger. Gut. Das war jetzt Post. Lauter Sonderhaus und Floto ist da. Und ich sag mal, bei der Menge, die wir da gerade eben gesehen haben, machen wir mal ein paar mehr. Und die können wir auch ausmustern, weil zu alt. Ausmustern. Und ausmustern. Gut, wenn die leer sind, sind sie weg, dann passt das schon. Geld fahren sie natürlich genug ein, ne? Die fahren natürlich jetzt das Minus ein, ist auch klar. Aber da stehen sie ja schon Schlange, ne? Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.